Kompliment einfach ignorieren. Seid ihr Helden oder was? Was seid denn ihr für Helden? Komm, einfach ignorieren, red nicht bitte. Der letzte große Held in deinem Leben, wer war das? Just Knapp. Wer ist das? Ja, den muss man nicht kennen. Ist er für dich ein Held? Ja. Warum? Weil er mal zu mir steht, ja, dass ich abstelle. Boss, wo bist du denn? Ich bin hier, hinter 100.000 Schirmen. Ah, wo ist hier? Warte mal, hier. Aber ich habe gehört, die Wetterprognose für heute Abend ist, in einer Stunde hört die Show auf. Also der Schauer hört auf. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Heute kann man Lose kaufen. Also bitte kaufen Sie Lose. Man kann viel schöne Sachen gewinnen. Unter anderem die Hütte von Wilhelm Tell. Freiheitshütte von Wilhelm Tell. Und ein 10-Jahres-Abonnement am Theaterhaus Jena. Also bitte kaufen Sie Lose. Lospreis 1 Euro. Die Losverkäuferin läuft hier irgendwo herum. Brauchen wir Helden? Und wenn ja, warum nicht? Doch, ja. Helden heute. Kennen Sie einen Helden heute? Heute? Das ist ganz schwierig. Es gibt heutzutage keine Helden mehr. Noch nicht mal die Fußballer sind Helden. Nicht mal die Fußballer mehr. Ah, was muss denn ein Held auszeichnen, damit er toll ist? Der muss mutig sein. Ich habe einen Helden gefunden! Wir brauchen eine Mütze auf diesen Helden! Aber frag ihn warum? Ah, warum? Zu geboren. Zu geboren, zum Helden geboren! Yeah, super! Frag ihn mal, was er so im Alltag macht, so als Held. Was? Das ist sehr peinlich, das ist viel Nee, es würde mich mal so interessieren, ob der um 8 Uhr aufsteht und dann 15 Heldentaten erledigen muss oder wie. Du Armer, stehst du um 8 Uhr auf und erledigst deine Heldentaten, ziehst deine Strumpfhose an und deine Flügel? Ich rette die Welt schon vom Frühstück. Super, sehr schön. Also, keine Fragen mehr. Schönen guten Abend, Jena! Zum Sommerspektakel 2009 Wilhelm Tell. An unseren Fragen haben Sie wahrscheinlich schon gemerkt, dass wir heute das Thema Helden, Heldentaten, was ist ein Held, untersuchen. Ne? Und ich sehe da auf dieser wunderschönen Bank mitten in der Schweiz sitzt Frau Tell. Frau Hedwig Tell, das ist Frau Hedwig Tell, ja. Das siehst du aus dieser Entfernung. Absolut, die langjährige Frau von Wilhelm Tell. Und wer, wenn nicht Hedwig, ist eine Heldenexpertin, oder? Bitten wir Sie mal zu uns. Ja, unbedingt. Fragen wir mal, Frau Tell, würden Sie zu uns kommen und uns ein bisschen helfen bei der Frage? Vielen Dank. Ich bitte jetzt um einen wirklich, wirklich großen Applaus für Hedwig Tell mitten aus der Schweiz. Schönen guten Abend, Frau. Grüße. Grüße. Hoi. Meine Bayer, ein großer Bewunderer Ihres Mannes. Sind Sie stolz auf Ihren Mann? Ja, ich bin sehr stolz auf meinen Mann. Also, natürlich extrem stolz. Man muss allerdings sagen, ich habe ihn ja als ganz normalen Mann geheiratet. Und ich hätte ihn auch ohne das ganze Helden drumherum genommen. Also ich fand ihn auch ohne das Heldendings schon super. Er ist halt auch ein super Mann. Er sieht super aus. Haben Sie vielleicht ein Foto hier, das wir vielleicht im Publikum den Herrn Tell? Ein Foto habe ich nicht, aber Achtung! Wir Schweizer haben meinen Mann immer mit dabei und zwar im Portemonnaie. Das passt ja auch zu der Schweiz, oder? Hier auf dem 5 Lieber, das 5-Franken-Stück, das ist etwa 3 Euro. Da ist mein Mann, da können Sie ihn kann. Vielleicht die Kamera, dass die mal... Ja, ist sehr gut zu erkennen, Ihr Mann, ja, absolut. Ja, da sieht man ihn. Schaut eher wie ein griechischer Held aus, ein bisschen.
Ja, die Haare sind leider verdeckt, das ist schade, weil er hat sehr schöne, volle Haare. Ich könnte den 5 lieber sonst auch mal herumgeben, dann können Sie ihn sich mal richtig anschauen. Sie wissen ja, das Schweizer Geld geht gerne mal von Hand zu Hand. Ich wäre einfach froh nach der Vorstellung oder am Schluss, wenn ihn alle gesehen haben, den 5 lieber bitte hier wieder abgeben. Ich kann nicht jede Vorstellung 5 Franken verschicken. Aber ich gebe ihn gerne mal an. Schauen ist erlaubt, oder? Vielen Dank, Walter, vielen Dank. Wie gesagt, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Die Helden, ja, einen großen Applaus natürlich für Frau Kelly. Ne? Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, der Heldenfrage auf den Grund zu gehen. Wir haben eine Hamburger Reisegruppe eingeladen, bestehend aus 4 Original-Hamburgern und einem Original-Österreicher, die in Hamburg am Schauspielhaus, glaube ich, ein Stück gemacht haben, das heißt Die Kümmerer. Und wo sie sich mit dem Thema Alltagshelden beschäftigt haben. Und für uns sind das deswegen Heldenexperten. Ich frage mal gleich, Helden, was fällt dir dazu ein? Ja, Helden verbindet man ja auch immer gleich mit dem Wort Hoffnung. Und da fällt mir ein Gedicht von Friedrich Schiller ein mit dem Titel Hoffnung. Und da will ich mal einen Vers zitieren. Es reden und träumen die Menschen viel von einem besseren, späteren Ziel. Nach glücklichen, goldenen Tagen sieht man sie rennen und jagen. Die Welt wird alt und wieder jung, doch der Mensch hofft immer Verbesserung. Und diese Hoffnung übertrage ich natürlich auch auf Heldentum. Nicht Heldentum großgeschrieben, sondern wir, die Altershelden. Altershelden meine ich damit, aus unserem eigenen Leben, wie man sieht, sind wir ja schon ein bisschen älter. Und wir sind in den 60er Jahren, berühmten 68er, auf die Straße gegangen. Auf die Straße gegangen und wir haben für Rechte gekämpft. Ich zum Beispiel habe für die Rechte der Homosexuellen gekämpft. In Deutschland wurde die Homosexualität unter Strafe gestellt. Zum Teil mit Zuchthaus und mit Gefängnis bestraft. Und wir sind auf die Straße gegangen, haben gekämpft, dass diese Straffreiheit eingeführt wurde. Und wir haben gesiegt. Dieser Paragraph der Schande wurde abgeschafft. Und wenn ich heute sage, allen Leuten, auch den jüngeren Leuten sage, natürlich weiß ich auch, wofür soll man heute noch kämpfen? Es gibt ganz viele Rechte. Aber es gibt natürlich noch viele Sachen, die im Argen liegen. Damals, so wie heute, gilt immer noch der Wahlspruch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist meine Meinung. Oh. Ja, Dankeschön. Und an dich, Gunnar, die Frage, wir haben sehr viel von Alltagshelden gehabt die letzten Tage. Glaubst du, dass wir Alltagshelden brauchen? Ist ein Alltagsheld wichtig oder gibt es sie überhaupt? Also ich finde, es gibt immer Möglichkeiten, überall Held zu sein. Man sieht ihn nur nicht oft. Und wenn man ein bisschen aufmerksam miteinander umgeht, das erleichtert das Leben enorm. Und es gibt immer wieder Situationen, die doch mal Mut und auch Hilfe erfordern. Also manchmal ist es auch eine Heldentat, wenn man irgendetwas aufgibt ohne Angst. Da kann ich von mir erzählen, ich war früher Delfintrainerin und habe bemerkt, dass den Tieren das überhaupt nicht gut tut. Das sind viele in Gefangenschaft gestorben, das tun sie auch noch. Und da habe ich was anderes gemacht. Und später bin ich dann zu Greenpeace gegangen und habe mich gegen Delfinarien eingesetzt. Und so sage ich auch heute noch, immer wach bleiben und gucken, es gibt immer irgendetwas, wofür man sich einsetzen oder sogar kämpfen kann. Also. Echt vielen Dank, das ist sehr interessant. So, jetzt an dich. Held, ist es nicht völlig ausgestorben? Brauchen wir das gar nicht mehr. Ist es nicht viel besser? Ist nicht der Anti-Held viel stärker? Ja, wir Hamburger haben das ja nicht so mit den Helden, wir sind da ja ein bisschen nüchtern. Aber hier in Jena muss man natürlich sagen, dass man nicht gerade immer nüchtern, oder? Also im übertragenen Sinne nüchtern sein kann man, ne? Also wir können auch nüchtern sein, wenn wir voll sind. Aber, also in Bezug auf Helden. Hier in Jena fallen wir natürlich auf zwei Helden ein. Einmal René van Eck, den könnten wir bei St. Pauli auch gut gebrauchen. Nun haben wir ja im Moment Stanislavski da, aber der geht ja irgendwann mal zu Real Madrid. Und dann darf der Van Eck natürlich auch gern zu St. Pauli kommen. Und der zweite wäre natürlich unser Chef hier,
Markus Einzelmann, der hat hier wochenlang hunderte von Leuten in die Schweizer Bergwelt getrieben und dabei immer die Nerven behalten. Das ist natürlich auch dann ganz schön heldenhaft. Aber sonst wollte ich sagen, in Jena hier, nur mal Scherz beiseite, da denkt man natürlich auch an 1989. Und das sind erst in Jena und dann überall die Leute aufgestanden, haben ihr Herz und ihr Schicksal in die Hand genommen und den Mut aufgebracht, einfach nur Nein zu sagen. Und die Folgen sind ja bekannt. Ein welthistorischer Umbruch, einfach weil die Leute Mut hatten, Nein zu sagen. Und wenn du mich jetzt fragst, ob das Heldentum ist oder war, dann sagt er, das ist mehr als Heldentum, das ist Zivilcourage. Und Zivilcourage ist etwas, das heißt, man haut mit einem Löffel in die Suppe, dass es spritzt. Und das würde heute auch noch benötigt werden. Wir müssen nur wieder ein bisschen mehr daran denken, denn so leicht sichtbar wie damals ist der Feind heute vielleicht nicht, aber es ist genauso da. Und Zivilcourage ist heute genauso gefragt wie damals. Dankeschön. Ja. Ja. Vielen Dank an unsere Hamburger Reisegruppe. Ein Riesenapplaus. Geht einfach ab, sucht euren Helden, sucht Wilhelm Tell, fragt ihn, was ein Held ist, redet mit ihm. Vielen Dank für euch. Schönen Tag noch. So, jetzt machen wir gleich weiter. Und zwar, es ist ja ein Spiel in der Schweiz, das Stück. Und da wird ja Schweizerdeutsch gesprochen und wir können das ja alle nicht so richtig. Und jetzt an Sie, Frau Tell, die Frage, ganz existenzielle zwei Vokabeln. Was heißt Bogen auf Schweizerdeutsch? Bogen. Und Apfel? Äpfel. Sehr schön. Und was heißt, jetzt kommt gleich eine achtfache deutsche Bogenschützenmeisterin, wird auf einen Apfel schießen und dann knallt's. Jetzt kommt gerade eine achtfache Bogenschützenmeisterin, schießt auf einen Apfel, dann knallt's. Vielen Dank. Und da ist sie schon. Ein Riesenapplaus für die achtfache deutsche Bogenschützenmeisterin. Ich bin Christiane. Gut, wunderbar. Und du schießt jetzt auf den Apfel da? Ja, ich denke schon, das wäre lustig. Und das klappt auch ohne Regen? Ja, das ist natürlich super. Sehr schön. Und hast du fleißig geübt, dass du das auch triffst da? Nicht, dass das... Ja, also ich habe jetzt so die Liebe zum Apfelschießen entdeckt und ansonsten vorher habe ich das schon 15 Jahre regulär gemacht. Okay, wunderbar. Und der Bogen, ich finde es total faszinierend, das Instrument. Ja, genau, halt's doch mal hoch, alle können es sehen. Sehr schön. Komm, jetzt mach mal weiter. Wie schwer ist der denn? Also, wenn ich den ausziehe, halte ich da jedes Mal 18 Kilo gespannt. Das ist schon eine Menge. Nicht schlecht. Und wenn du den falt und abschießt, wie schnell ist der? Dann kommt er schon so auf die 250 km/h. Wow, okay. Also, der Apfel kann nicht mehr wegrennen. Gut, wie sagt man? Man sagt eigentlich alle ins Gold und heute darfst du mir alle in den Apfel wünschen. Alle in den Apfel. Schweizerdeutsch. Was heißt denn auf Schweizerdeutsch? Ich liebe dich, Frau Tell. Sie sind mir aber ein Früchtchen, Sie. Ja, also bei uns ist es so, bei uns ist es so, man sagt nicht gerade so schwuppsdiwupps raus, ich liebe dich, oder? Bei uns sagt man, ich habe dich gern. Heißt das jetzt, dass das Gefühl der Liebe in der Schweiz nicht existiert, oder? Ja, also, wo denken Sie hin? Nein,
Nein, nein, also das ist bei uns auch sehr ringend und sehr tief. Aber Sie müssen sich das so vorstellen, dass der normale Schweizer, also ich bin ein bisschen eine Ausnahme, oder? Der ist eher wortkarg. Und wenn dann so ein verschlossener Typ sagt, ich habe die gern, dann hat das schon ein ziemliches Gewicht, ja. Aber wir haben auch schöne Liebesgedichte und Lieder. Liebeslieder? Kennen Sie ein Liebeslied? Ja, klar. Könnten Sie das uns jetzt vorsingen? Das wäre für mich die perfekte Einstimmung auf die Schweiz, also auf die Mentalität. Geht das? Ja, kein Problem. Ja, jetzt gerade. Ja, wenn die Leute das wollen. Also. Ja. Sie schaben einen zu Pferde. Sie mal lieber. Sie schaben einen zu Pferde. Sie mal lieber. Uns freneli abem Guckisberg. Und sind wir so ans Jockeli an dem Berg. Sie schaben ein Mensch auf Erde. Da sie mört, bin ihm thank you.
Rücken habe. Schwur! Oh, jetzt! Au! Oh, Entschuldigung! Ja, so, passt, oder? Das sieht gut aus. Weißbrot, 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 Brot, Weißbrot. Super! Ordentlich überprüft. Ja, gut, ja. Guckst du ganz genau an, ja? Weißrot, Weißrot, Weißrot. Aber warte, guck mal, guck mal. Ja, was ist das? Schild ist falsch. Sei er verteidigt. Und den Wolf ist der Schwager! Ja, des Königs Burgfunk
der auf Rosberg saß, jetzt sind das Landflugsreiter, sind ihn auf den Fersen, er fleht um die Überfahrt wie ein Narrischer und der hat Angst vom Ungewitter und ich bin aufgestellt. Der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt. Vertraue auf Gott und rette den Bedrängten. Ja, vom sicheren Ort lässt sich schwerlich raten. Versuch du es. Versuch du es. Ich soll mich in den Höllenrassen stürzen. Ja, sicher. Nein, das täte keiner, der bei Sinne nicht. Versuch du es. Versuch du es. Ich bin Assistent, ich darf nicht. Mit einer Rede wird hier nichts geschafft. So, ja, jetzt hör mal zu. Blockageassistent, hör mal genau zu. Immer wieder lag meine Bergführer an, weil Paragraph 1 bist du verpflichtet. Ich will mit meinen schwachen Assel. Den guten Mann hinüberzubringen als Bergführer. You have a piece of medicine!
Lady mit der Musik, Schatz, was hat? Oberkrise. So ernst, mein Schatz? Ne? Ist alles gut, alles gut. Alles gut. Schatz, so kenne ich dich doch gar nicht mehr. Ist das alles gut? Seit Tagen sehe ich's schweigend an. Also was kann dein Herz bedrücken? Ne? Komm, sag es. Schatz, bitte komm, sag es, bitte. Schatz, voll sind die Scheunen und der Rinderscharen. Da steht das Haus, reich wie ein Edelsitz. Also was, hä? Schatz, bitte sag es. Wohl steht das Haus gezimmert, doch es wankt der Grund, auf den wir bauten. Was? Gerd, vor dieser Linde saß ich jüngst wie heut. Da kam daher von Küssnacht seiner Burg der Vogt mit seinen reisigen Geritten. Gessler, ne? Ja, na sicher, klar, Gessler. Klar, Gessler, natürlich. Ja, sicher, Gessler. Gerhard, du musst mich auch mal ausreden lassen. Wessen ist dies Haus? Fragt der böse meine, denn er wusste es wohl. Ich? Dies Haus, Herr Vogt, ist eures Herrn des Kaisers. Ja. Und eures. Ja. Und mein Lehen. Ja. Ja. Da versetzt er, ich bin Regent im Land an Kaisers Stadt. Und ich will nicht, dass der Bauer Häuser baue. Was? Bauer? Ja. Und ich will nicht, dass der Bauer Häuser baue. Bauer? Schatz, Bauer? Und ich will nicht, dass der Bauer Häuser baue. Schatz, der hat Bauer gesagt. Der hat wirklich Bauer. Gerhard. Und ich will nicht, dass der Bauer Häuser baue auf seine eigene Hand und also frei hinlebt, als ob er Herr wäre hier im Land. Ich werde mich unterstehen, euch das zu gewähren. Bauer. Bauer. Ich meine, wie kann der Bauer so sein? Schatz, was ich presste, das wusste ich längst. Schatz, Papa, Papa hat nur geschrien. Komm, Papa, regt sich auf, komm, Schatz. Es tut mir leid, bitte, Schatz. Schatz, komm. Bitte, beruhig dich. Gold der Landvogt Gessler. Klar, weil du ihm ein Hindernis bist. Weil du dich nicht dem neuen Fürstenhaus willst unterwerfen. Das ist doch so. Komm, sag, wenn ich lüge. Ja, so ist es. Das ist des Gesslers Groll auf mich. Er ist dir neidisch. Ach, mir? Mir? Er ist uns neidisch, weil du glücklich wohnst. Ich? Er ist uns neidisch, weil wir glücklich wohnen. Frei. Auf unserem eigenen Erb. Meinem Erb. Mein Erb. Schatz. Nein, Entschuldigung, Gerd, nein. Und frei auf unserem eigenen Erb. Denn er hat keins. Er ist ein jüngerer Sohn nur seines Hauses. Nichts nennt er sein als seinen Rittermantel. Drum sieht er jedes guten Mannes Glück mit scheelen Augen giftiger Missgunst an. Ich meine, er hat das letzte Untergang Schatz, Papa, er hat das letzte Untergang geschworen. Was willst du tun? Willst du abwarten? Der kluge Mann baut vor. Was ist zu tun? Du weißt, wie hier sich alle Redlichen beschweren. So zweifle nicht, dass sie dort drüben in Uri und in Unterwald auch des Dranges müd sind. Und es kann nicht. Und des harten Jochs. Drum täte es gut, wenn etliche, die es redlich meinen, still zu Rate gingen. Jemand des Drucks sich möchte erledigen. Der wackern Männer kenne ich viele dort. Was ich mir zu denken still verbot, du sprichst's mit leichter Zunge aus. Hast du auch wohl bedacht, was du rätst? Die wilde Zwietracht und den Klang der Waffen rufst du in dieses friedgewohnte Tal. Wir wagten es, ein Volk von Bauern, von Hirten, in Kampf zu gehen mit dem Herrn der Welt. Aber ihr seid auch Männer! Und dem Mutigen hilft Gott! Ertragen muss man, was der Himmel sendet. Aber Unbilliges, das erträgt kein edles Herz. Dies Haus erfreut dich, dass wir neu erbauten. Der Krieg, der Ungeheure, brennt es nieder. Mein Herz hat
zeitlich gut gefesselt. Den Brand werfe ich hinein mit eigener Hand. Du glaubst an Menschlichkeit. Es schont der Krieg, auch nicht das zarte Kindlein in der Wiege. Schatz, aber die Unschuld hat im Himmel einen Freund. Sieh vorwärts und nicht hinter dich. Und Schatz, die letzte Wahl, die steht auch dem Schwächsten offen. Ein Sprung von diesem Turm macht mich auch frei. Wer solch ein Herz an seinen Busen drückt, der kann für Herd und Hof mit Freuden fechten. Und keines Königs Heermacht fürchtet er. Nach Uri fahr ich stehenden Fußes gleich. Ja. Dort wohnt die Walter Fürst, die über diese Zeiten denkt wie ich. Ja. Auch finde ich dort den edlen Bannerham von Attinghausen. Obgleich von hohem Stamm liebt er das Volk und ehrt die alten Sitten. Ja. Mit ihnen beiden pfleg ich Rats, wie man der Landesfeinde mutig sich erwehrt. Gerd. Schatz. Heidi. Leb wohl. Leb wohl. Heidi, komm her. Mama verlässt uns. Aber wir halten hier die Stellung. Ihr müsst stark sein. Heidi. Ich koche auch. Ich nehme auch deine Tasche mit. Guck mal, die hat Heidi selbst gemacht. Jeden Tag Bierkampf mit Müsli. Mach ich. Kein Problem. Mach dir keine Sorgen, wir warten auf dich. Schatz, wir warten. Leb wohl! Chef? Chef Joss, zu! So, Leute, jetzt komm, geh mal. Ja, geht's nicht weiter, Chef! Leute, bitte, was ist denn los? Komm, wir haben keine Zeit. Erst die Szene läuft. Komm, Leute! Was ist denn? Hol am Techniker! Die müssen den Schlüssel drehen! Leute, komm jetzt raus! Das habe ich Ihnen gesagt, bitte! Jetzt komm raus, Leute! Schlüssel nennst du! Super! Tempo, Leute! Wir haben keine Zeit! Hey, Chef! Komm nicht raus! Erst, Leute, sag einmal, bist du Tempo? Drehen, Leute! Sag einmal, Leute, was bist denn du für ein Trottel? Hey, du sollst dich starke drehen, bitte! Ach, die Stange, so. Warum schaffst du das denn nicht gleich? Ich sag, was machen wir denn hier? 90 Grad! 5 Uhr, komm! 5 Uhr, Leute, komm! 5 Uhr! Warte mal! Es geht 5 Uhr! Mal, meine Fahne ist kaputt gegangen! Die Fahne, das ist jetzt wurscht, bitte, Leute! Komm, mach weiter! 5 Uhr, komm raus! Ja, komm raus! Warte! 5 Uhr! Chef, ich hab's! Super, Leute! Bravo! Komm, geh mal! Jetzt gehen wir. Ich bin echt mal ein bisschen mehr auf die Idee gekommen, ist. Was? Auf eine Stange! So eine Scheiße, du! Den Erwischer, du! Also! Bürgerinnen und Bürger von Uri! Was? Bürger? Ihr seht hier den Hut! Was? Bürgerinnen von Uri, ihr seht ja diesen Hut! Das heißt Bürger, Leute! Wer nimmt die her, Bürger und Bürger? Das gibt's ja mal so, redet ja keiner. Das ist Bürger, Einführung, Absolut, danke. Also aufrichten wird man diesen Hut auf hoher Stange, mitten in Altdorf, auf dem höchsten Ort. Ja, so schaut's aus. Das ist des Landvogts Bild und Meinung. Nehmt Hut! Leute, wir müssen uns besser koordinieren. So geht es. Ich mach das schon. Kein Problem. Sag mal, Leute, wir sind Respektspersonen. Und du sagst irgendwas von einem Furzherr. Ich mach das. Ich stemm's einfach, Leute. Gib's auf, ich stemm's! Mach dir keine Sorgen um mich, ich stemm's, Leute! Ich stemm es! Ich kann doch! Was? Ich komm doch da nicht hoch, ich bin noch nicht noch diese. Nippel durch die Lasche ziehen, was kann Luft herrschen? So, und das ist es, Landvogt, Will und Meinung. Mit Haltung, Leute, mit Haltung. Ja,
Den Hut soll gleich ehren wie ihm selbst geschehen. Und mit gebrochenem Knie und mit entblößtem Haar soll der Börscher und die Börscherin den Hut verehren. Daran will der König den Gehorsamen erkennen. Verfallen ist der König mit Leib und Gut, wer das Gebot missachtet. So schaut's aus. So, und jetzt alle, Achtung, ready und Stellung! Die Lanze? Lebt wohl, Stauffahrerin. Moment, Tell. Oh, hätte ich nie gelebt, um das zu schauen. Bin ich in der Freiheit Land, Tell. Mir ist das Herz so voll, mit euch zu reden. Das schwere Herz wird nicht durch. Ich? Ja, ja, unbedingt. Mhm. Das schwere Herz wird nicht durch. Nein. Rein. Ja, ja. Das schwere Herz wird nicht durch Worte leicht. Doch könnten Worte uns zu Taten führen. Die einzige Tat ist jetzt Geduld und Schweigen. Soll man ertragen, was unleidlich ist? Die schnellen Herrscher sind's, die kurz regieren. Ein jeder lebe still bei sich daheim, dem Friedlichen gewährt man gern den Frieden. So, meint ihr? Die Schlange sticht nicht ungereizt. Sie werden endlich von selbst ermüden. Nein, das werden sie nicht. Ich glaube vielmehr, und wenn ich sage, ich glaube, dann ist das keine allgemeine Glaubensfrage, sondern dann meine ich ganz im Speziellen, und ich werde weiter ausführen, dass wir genau genommen und in diesem ganz speziellen Sinne, wenn man genau hinsieht und man muss genau hinsehen, dann in der Folge werden wir sehen, lange Rede, kurzer Sinn, wir könnten viel, wenn wir zusammenstünden. Beim Schiffbruch hilft der Einzelne sich leichter. Ein jeder zählt nur sicher auf sich selbst. Verbunden, Tell, werden auch die Schwachen mächtig. Der Starke ist am mächtigsten allein. So kann das Vaterland also nicht auf euch zählen, wenn es verzweiflungsvoll zur Notwehr greift. Was ihr tut, lasst mich aus eurem Rat. Ich kann nicht lange prüfen oder wählen. Bedurft ihr meiner zu bestimmter Tat, dann ruft den Tell. Es soll an mir nicht fehlen. Ein herrlicher Apfel übrigens. Dankeschön. Knackig frisch, ein bisschen säuerlich im Abgang. Südlage. Südlage, gut geschmeckt. Aus dem eigenen Garten. Sicher, neue Kreuzung. Und eine Farbe. Herrlich. Ungespritzt. Schmeckt man. Liebe Grüße an Gerd. Ja, richtig auf. Liebe Grüße an Hedwig. Werde ich sagen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Jammert nur der arme Vater.
Er bedarf so sehr der Pflege und sein Sohn ist fern. Geht! Ich rufe euch wieder, wenn es hier sicher ist. Ja, los! Verrat und Abwohn in allen Ecken. Das Innerste der Häuser dringen die Boten der Gewalt. Bald täte es Not an jeder, hätte Schloss und Riegel an seinen Türen. Erzählt. Und seine Stimme gilt was in der Gemeinde. Im Elchtal wohnt ein gerechter Mann. Sie nennen ihn den Heinrich von der Halden. Vogt Landenberger strafte seinen Sohn. Um kleinen Fehlers willen ließ die Ochsen das beste Palm aus dem Pfluge spannen. Da schlug der Sohn den Knecht und wurde flüchtig. Den Vater lässt der Landenberger fordern. Zur Stelle schaffen soll er ihm den Sohn. Und da der alte Mann mit Wahrheit schwört, er habe von dem Flüchtling keine Kunde. Da lässt der Vogt die Folterknechte kommen. Schweig still, nichts weiter. Ist mir der Sohn entgangen, so hab ich dich. Lässt ihn zu Boden werfen und den spitzigen Stahl ihm in die Augen bohren. Die Augen. Um meiner Schuld, um meines Frevels willen. Blind also. Wirklich blind und ganz geblendet. Ja, ich sag's, der Quell des Sehens ist ausgeflossen. Das Licht der Sonne schaut er niemals wieder. Niemals. Niemals wieder. Die Pflanze selbst kehrt freudig nicht zum Lichte. Und er muss sitzen, fühlend in der Nacht, im ewig Finstern. Ihn erquickt nicht mehr der Matten warmes Grün. Der Blumen schmelzt. Die roten Firn kann er nicht mehr schauen. Oh, Sterben ist nichts, aber Leben und nicht Sehen. Na, wer ist's? Der Sohn ist's. Ah. Was seht ihr mich so jammernd an? Ich hab zwei frische Augen und kann dem blinden Vater keines geben. Ja, bezwingt euch und tragt es wie ein Mann. Nichts hat er ihm gelassen, als den Stab, um nackt und blind von Haus zu Haus zu wandern. Alles geraubt. Und auch das Licht der Sonne. Hinüber will ich. Und niemand soll mich halten. Des Vaters Auge von dem Land von fordern. Auf allen Seiten Reisigen heraus will ich ihn finden. Nichts liegt mir am Leben, wenn ich den heißen Ungeheuern Schmerz und seinen Lebensblute kühle. Leid, was wollt ihr gegen ihn? Und wohnt er droben auf dem Eispalast des Schreckhorns? Oder höher, wo die Jungfrau seit Ewigkeit verschleiert sitzt? Ich mache mir Bahn zu ihm mit 20 Jünglingen, gesinnt wie ich zerbreche ich seine Feste. Und wenn mir niemand folgt, und wenn ihr alle für eure Hütten bangt und eure Herden euch den Tyrannenjoche beugt, die Hirten will ich zusammenrufen im Gebirg, dort oben unterm freien Himmelsdache,
wo das Herz noch frisch ist und der Geist gesund, das Ungeheuer Grässliche erzählen. Es ist auf seinem Gipfel. Wollen wir erwarten, bis das Äußerste... Das Äußerste ist noch zu fürchten, wenn der Stern des Auges in seiner Höhle nicht mehr sicher ist. Wozu lernten wir die Armbrust spannen und die Streitaxt schwingen? Es stellt sich der erschöpfte Hirsch und zeigt der Meute sein gefürchtetes Geweih. Die Gänse reißt den Jäger in den Abgrund. Der Pflugstier, der die ungeheure Kraft des Halses duldsam unter sich aufgebogen, springt auf, gereizt, wetzt sein gewaltig Horn und schleudert seinen Feind den Wolken zu. Wenn die drei Lande dächten wie wir drei, dann möchten wir vielleicht etwas vermögen, aber... Nicht, weil ich jung bin und nicht viel erlebte, verachtet meinen Rat und meine Rede. Ihr selbst seid heute eines Hauses. Und weil ihr selbst in eurem Leib und Gut noch nichts erlitten, so sei euch darum unsere Not nicht fremd. Auch über euch hängt das Tyrannenschwert. Ihr seid in gleicher Mitschuld und Verdammnis. Beschließet ihr! Ich bin bereit zu folgen! Herr von Attinghausen rät. Sein Name, denke ich, wird uns Freunde werben. Was brauchst du, Edelmann? Lass uns allein vollenden. Wo wären wir doch allein im Land? Ich meine, wir wollten uns schon zu schirmen wissen. Die Edeln dringt nicht gleich in Not mit uns. Der Strom, der in den Niederungen wütet, bisher hat er die Höhen noch nicht erreicht. Und ihre Hilfe wird uns nicht erstehen, wenn sie das Land in Waffen erst erblicken. Wäre ein Obmann zwischen uns und Österreich, so möge Recht und Gesetz entscheiden. Doch der uns unterdrückt, ist unser höchster Richter. So muss Gott uns helfen mit unserem Arm. Erforscht ihr die Männer von Schwyz, ich werde Freunde in Uri werben. Aber wen schicken wir nach Unterwalden? Mich sendet hin! Du musst für eure Sicherheit gewähren! Lasst mich! Lasst ihn mit Gott hinübergehen! Wir könnten uns zu Bohnen oder Treib versammeln. Jeden Montag, wo die Kaufmannsschiffe landen. Nein, nein, nein! So offen dürfen wir das Werk nicht treiben. Links am See liegt eine Matte heimlich im Gehölz. Das Rütli wird sie genannt bei dem Volk der Hirten. Dort ist, wo unsere Landesmarken zusammengrenzen, und in kurzer Fahrt fährt euch ein leichter Kahn von Schwyz herüber. Auf öden Pfaden können wir bei Nachtzeit dorthin wandern und uns still beraten. Dahin bringt ein jeder 10 vertrauenswürdige Männer mit sich, die herzeinig sind mit uns. So sei's! Jetzt reicht mir eure biedere Rechte. 3. Jetzt so. Unter uns. Die Hände zusammenflechten, redlich, ohne falsch. So wollen wir zusammenstehen. Auf Tod und Leben. Auf Tod und Leben! O blinder alter Vater, du kannst den Tag der Freiheit nicht mehr schauen. Du sollst ihn hören. Wenn von Alp zu Alp die Feuerzeichen Flammen sich erheben,
Die festen Schlösser der Tyrannen fallen. Geht! Geht! Oh, 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 oh. Ja, ja. Ja, Nelly, jetzt geht schon rein! Los! Nein! Wir lassen ihn nicht zurück. So, jetzt aber. Nach altem Hausgebrauch den Frühtrunk erst mit meinen Knechten teile. Prost! Musik! Shampoos! Getränk! Uli! Bring auch was! Nein, danke! Och, komm, Uli, gleich kann ich mich verderben. Uli! Du willst nach Altdorf in die Herrenburg? Ja! Ich bin ein Fremdling nur in diesem Hause. Ja, leider bist du's. Leider ist die Heimat zur Fremde dir geworden, Uli. Ich kenne dich gar nicht mehr. Den Landmann blickst du mit Verachtung an. Wie er ihn gebührt, gebe ich ihm gern. Das Recht, das er sich nimmt, verweigere ich ihm. Uli, das ganze Land liegt unter schweren Zorn. Dich allein rührt nicht der allgemeine Schmerz. Dich zieht man abgründig von den Leiden auf der Seite des Landesfeindes stehen. Das ganze Land ist schwer bedrängt. Warum? Wer ist, der es gestürzt in diese Not? Welche Person ist Onkel, die ihr selbst hier spielt? Den Bauern. Uli, ich kenne sie, die Stimme der Verführung. Ja, genau! Sie hat dein offenes Ohr ergriffen, dein Herz vergiftet. Ja, ja, ich verberge sie. In tiefer Seele schmerzt mich der Spott der Fremdlinge, die uns den Bauernadel schimpfen. Nicht ertrag ich, auf meinem Erb hier müßig stillzuliegen und mit gemeinem Tagwerk den Lenz des Lebens zu verlieren. Dann geh nur. Dann geh. Mit heißen Tränen wirst du dich dereinst heimsehnen nach dem väterlichen Berg. Und dieses Herdenreihens Melodie, die du im stolzen Überdruss verschmähst, mit Schmerzenssehnsucht wird sie dich ergreifen. Na geh! Geh hin! Verkaufe deine freie Seele! Shampoos! Für alle! Vergebt für alle! Widerstreben wir dem König! Die ganze Welt gehört ihm!
wollen wir allein uns eigensinnig steifen und verstocken, ja? Seien sind die Märkte, die Gerichte, seien die Kaufmannsstraßen, das Saumhaus selbst, das auf dem Gotthard ziert, muss ihm zollen. Von seinen Ländern, wie mit einem Netz, sind wir umgarnet rings und eingeschlossen. Wird uns das Reich beschützen? Hä? Wird uns das Reich beschützen? Frage! Wird uns das Reich beschützen? Nein! Wohltat ist und weise Vorsicht, in diesen schweren Zeiten der Partei sich anzuschließen an ein mächtig Haupt. Sie sind gekommen, unsere Schafe und Rinder zu zählen, unsere Alpen abzumessen, mit unserer Armut ihre Länderkäufe, mit unserem Blute ihre Kriege zu zahlen. Was können wir, ein Volk der Hirten, tun? Lernen dieses Volk der Hirten kennen. Da sollen die kommen, uns ein Joch aufzwingen. Dort in der fremden Welt stehst du allein, Uli, allein. Uli. Uli, wir haben uns lange nicht mehr gesehen, Uli. Komm, bleibe bei uns, ja? Nur einen Tag. Geh nicht nach Altdorf, hörst du? Uli, geh nicht nach Altdorf. Heute nicht. Den einen Tag nur. Uli, schenke nicht den deinen Shampoos. Shampoos für alle, Shampoos. Uli, bleibe bei uns. Ich gab mein Wort. Lasst mich, ich bin gebunden. Gebunden bist du. Ja. Unglücklicher, das Fräulein ist's! Bertha von Brune! Ja! Das Ritterfräulein will er sich erwerben! Mit deinem Abteil von dem Land betrügt dich nicht, Uli. Dich anzulocken, zeigt man dir die Braut. Doch deiner Unschuld ist sie nicht beschieden. Bleib bei uns. Ich hab genug gehört. Leb wohl. Selige Stund, da das Fremde in diese still beglückten Täler kam. Wohl dem, der mit der neuen Zeit nicht braucht zu leben. Na komm. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed mountain back because I'm evil. My middle name is Marie. Because I'm evil. So don't you mess around with me. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look in my face. I was born standing up and talking back. My daddy wasn't green, I had mountain jack because I'm evil. My middle name is Misery. Because I'm evil.
moderieren hier heute live vom Rötlischspur ihre Moderatoren Corny und Rudi. Und wir machen das in Hochdeutsch, oder? Ja, wir haben das ganz schnell gelernt, damit das auch jeder hier in Jena versteht. Absolut. Die Rütliwiese. 1291 ist dort der berühmte Rütli-Spur passiert. Heute eine ganz normale Wiese, bevölkert von heldengeilen Japanern. Das wusste ich noch nicht, das bin ich bekannt. Aber hier, entschuldige bitte, dass ich unterbreche, Koni. Hier sehen wir die erste Gruppe aus dem Kanton Unterwalden, angeführt von Melchtal. Hinter ihm der ganz Böse mit dem Bein. Schau mal, da drüben kommt die Stauffacher mit ihrer Gruppe aus der Schweiz, im typischen Schweizer Hop-Hop-Schleifkampf. Wir Unterwalden. Das kann man hier ganz genau beobachten, wie die sich bücken. Jetzt kommen sie zur Brücke, also die Brücke wird ja erst gebracht. Wer ist da? Gib das Wort! Ist doch sehr symbolisch. Freunde des Landes! Willkommen! So, die Parole, Freunde Himmel. Des Landes. Eine sehr schöne Parole. Die Herzen alle dieses Biedernvolks erregt mich mit dem Stachel meiner Worte. Und unser sind sie all mit Herz und Blut. Großes habt ihr in kurzer Frist geleistet. Als ich den Vater fand, beraubt und blind, auf fremdem Stroh, von der Barmherzigkeit wildtätiger Menschen lebend, da weinte ich nicht. Ich dachte nur auf Taten. Und überall, wohin mein Fuß mich trug, fand ich den gleichen Hass der Tyrannei. Ich tat noch mehr. Mit eigenen Augen wollte ich es erkunden. Ich besah die Burg. Ihr wartet euch bis in der Tigershöhle? Das ist spannend. Ich sah den Landvogt an der Tafel stehen. Und? Ich sah den Feind. Und? Ich erschlug ihn nicht. Sie kommen, das so, wir haben jetzt ein sehr berührendes Geständnis von Melchtal gehört, dass er sich eigentlich vor dem Feind in die Hose gemacht hat, oder? Und Herr Walter Fürst. Ja, eine richtige Pfeife sitzt. Und die Lederhose. Teller blick ich in der Menge. So müssen wir auf unserem eigenen Erbe väterlich und verstohlen zusammensteigen, wie die Mörder tun. Walter Fürst mit seiner Gruppe aus Uri über die Berge. Dann so nehmt. Die Ehre. Die Ehre. Nein, nicht mir. Dem Altar sei die Ehre! Ist nicht Herr Reding hier der Altlandammann? So, jetzt schon. Denn jetzt Herr Reding ist hier der Altlandammann. Nicht bei den Schwertern, ne? Ja, der Herr Reding. Er sei der Ammann und des Tages Haupt. Nee, wer dann zustimmt, erhebe die Hand. Wunderschön mit grünen Busch. Du bist der Ammann und des Tages Haupt. Ja, ich bin der Ammann und des Tages Haupt. Ich kann die Hand nicht auf die Bücher legen. Auf die Schwerter auch nicht. So spür ich oben bei den ewigen Sternen, dass ich mich nimmer will vom Rest entfernen. Der ist jetzt so richtig aus dem rausgegangen. Das ist so richtig ein Schweizer, dass ich rausgeht. Und was sind die Leute? Sind ein bisschen vereinigt, ne? Findest du nicht? Was soll der Inhalt sein des neuen Bundes? Was soll den wir hier unter freiem Sternenhimmel stiften? Das ist eine sehr wichtige Frage. Was ist der Inhalt dieses Bundes? Freunde! Die Stauffacher hält jetzt eine ihrer berühmten Flammen. Es ist kein neuer Bund, den wir hier stiften. So, gleich geht ihr auch. Ich sag hört, was die alten Hirten sich erzählen. Es war ein großes Volk hinten im Lande, das litt von schwerer Teuerung. In dieser Not. Vorsichtig, bitte. Hier der Weg ist ganz abschüssig und glitschig. Wir kommen hier jetzt runter zum. Nee, das gibt es gar nicht. Jetzt kommt diese Hamburger Reisegruppe mitten in den Rüttli. Nee, das gibt es gar nicht. Nee, also das ist doch. Hier ist diese berühmte Rüttli. Also das ist jetzt verkackt. Wo jetzt ist im verkackt. Jahre 1200 und. Oh, ja, Licht! Jetzt könnte man quasi auch nach Hause gehen. Jetzt ist die Stimmung Hallo. Weg. Jetzt ist die Stimmung weg. Bravo. Wo ist der Tell? Ja, wo ist der Tell? Der ist nicht da am Rüttli. Und der ist nicht dabei. Ja, wenn man ihn gelesen hätte, hey Leute, kämpft um eure Rechte. Wir sind auf die Straße gegangen. Es lohnt sich. Wenn es nicht läuft, klappt, mach nichts. Versuch es weiter. Bleib dran. Macht es wie der FC St. Pauli. Die Hoffnung stirbt als letztes die Ehrenlinie. Man sieht ganz deutlich, wenn es um Fußball geht, da werden auch das Publikum wieder wach. Das ist sehr schön. Ja, Entschuldigung, das ist wirklich wahnsinnig nett, aber wir müssen Sie jetzt leider bitten zu gehen, weil wir haben diesen wahnsinnig wichtigen Augenblick jetzt hier. Wir wollten eigentlich auch nicht stören.
das ist auch nicht so schlimm jetzt. Wir schieben einfach das Matterhorn jetzt ein. Gut, ja? Ja, nachher beim Okay. Okay, also, danke. Tschüss dann und viel Erfolg noch. Wenn ich das richtig verstanden habe, wollen wir jetzt hier das Matterhorn reinschieben. Also, das verstehe ich jetzt gar nicht. Wie wollen die das machen? Ja, Stimmung! So, Stimmung ist wieder da und es geht weiter. Es war ein großes Volk hinten im Lande, das litt von schwerer Teuerung. In dieser Not zogen sie aus, mit dem Schwert sich schlagend durch das Land, bis dass sie kamen in das wilde Tal. Nicht Menschenspuren waren hier zu sehen, und heftig vogelte der See und war nicht fahrbar. Da besahen sie das Land sich näher und gewahrten schöne Fülle des Holzes und entdeckten gute Brunnen und meinten, sich im lieben Vaterland zu finden. Und da beschlossen sie zu bleiben und hatten manchen sauren Tag den Wald mit weit verschlungenen Wurzeln auszuroden. Aus all den fremden Stämmen, die seitdem in Mitte dieses Landes sich angesiedelt, finden die Schweizer Männer sich heraus. Es gibt das Herz, das Blut, sich zu erkennen. Wir sind ein Volk und einig, weil wir handeln. Also, das wollen wir jetzt aber nicht zusammen. Ne? Ja, aber vielleicht nochmal alle zusammen und gemeinsam. Ja. Wir sind ein Volk und einig, weil wir handeln. Ja, wir sind einig. So, bei Walter Fürster geht das auch, ne? Doch. Oh, weil du bist, halt jetzt in der Regel. Wo sind hier Spuren, dass wir Knechte sind? Kein Kaiser wird, was unser ist, verschenken. Wir werden des neuen Joches Schändlichkeit nicht erdulden. Nein, eine Grenze hat Tyrannenmacht. Wenn der Gedrückte nirgends Recht kann finden, wenn unerträglich wird die Last, greift er hinauf getrostmutig in den Himmel und holt herunter seine ewigen Rechte. Die Drogen handeln unveräußerlich und unzerbrechlich wie die Sterne selbst. Der alte Urstand der Natur kehrt wieder, wo Mensch dem Menschen gegenübersteht. Zum letzten Mittel, wenn kein anderes mehr verfangen will, ist uns das Schwert gegeben. Wir stehen vor unser Land. Unser ist durch tausendjährigen Besitz der Boden. Diese Räume. Ah ja, wir sind also Motorengeräusche. Ja, das ist die Polizei. Die haben wahrscheinlich keine Genehmigung für diese quasi Veranstaltung. Das finde ich aber auch okay. Also ohne Genehmigung finde ich das auch. Nee, das gibt's doch nicht. Nee, das ist nicht die Polizei. Hey, das gibt's doch nicht. Jetzt laus mich doch mal der Affe. Das ist Shaky, 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 Shaky Badam, ey. Das gibt doch das Original hier. Was macht der denn hier? Also erst die Hamburger Reisegruppe, jetzt Shaky Badam. Wer kommt noch? Karl Marx? Ich weiß es nicht. Also meiner Meinung ist der tot, ne? Ja, also das ist der Beweis für die lebenserhaltende Wirkung von Kuba-Zigarren. Absolut. Und meiner Meinung nach ist der heiß. Der ist heiß, der will auch eine Rede halten. Der lugt schon so zum Mikro. Hast du das gesehen? Buenas tardes. Und soll ich es dann grüß doch mal? Aquí, Maca. Kommst du Spanisch? Nee, mir kommt das Spanisch vor hier. So, ja, er geht zum Mikro. Ich glaube, wir werden jetzt wirklich einen historischen Moment erleben. Eine Originalrede von Che. Ich komme ein bisschen klein vor. El imperialismo es un sistema mundial. Es la última etapa del capitalismo. Es quien está poniendo en peligro la paz mundial. Esa paz precaria en la que vivimos, que está llena de miseria, de degradación y de explotación. Es por eso que estoy aquí, para ayudar a mi colega Guillermo Tell a la lucha de la liberación de este pueblo. Ajá, lucha. Sí, viene Guillermo Tell, ¿verdad? Ya, unbedingt weitermachen. ¿Los planos? Nein, nicht aufhören. Nein, nicht aufhören, weitermachen. Yo lo sé. Ja, eine großartige Rede. Esa lucha consiste en la destrucción del imperialismo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Identificando a su cabeza y a su baluarte más fuerte. Si todos fuésemos capaces de unirnos, nuestros golpes serían más certeros y más fuertes, y la lucha contra el enemigo del ser humano sería más eficaz. ¡Yeah! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Ah!
will er ins Hotel, das ist klar. Jetzt ist er müde, das ist mir klar. Cualquier momento que la muerte nos sorprenda, bienvenida sea. Siempre y cuando otra mano se extienda para agarrar nuestras armas, nuestros gritos y nuestros cantos de guerra. ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! Muchas gracias. Südländische Temperament jetzt hier auf die Schweizer überspringen. Auch auf die Leute drücken. Also, ich habe eine Frage. Belmonte Mater. Matterhorn. Exakt. Matterhorn ist da, der Hotel Matterhorn. Ja, da, geradeaus. Und oben nochmal nachfragen. Ja, immer hoch. Hoch, hoch. Immer geradeaus, immer hoch. Ja? Nach oben? Ja, immer nach oben. Ich wundere, dass er ohne Stimmbänder noch reden kann. Viva la Revolution! Viva la Revolution! Nee, wir haben ihn überzeugt. Also ihn jetzt auch als Revolution. Ich mach da mit. Komm, Bruder. Ich kann. Wir machen da mit. Bevor ihr zum Schwerte greift, bedenkt es wohl. Ihr könnt es friedlich schlichten. Nur ein Wort und die Tyrannen, die euch jetzt schwer bedrängen, schmeicheln euch. Was sagt der Pfarrer da? Hört ihr ihn an! Was hält ihr euch mit an, Freunde? Ja, dann werden wir Sklave und verdient es zu sein. Zur Tagesordnung, weiter! Sind alle sanften Mittel auf Versuch, ehe wir zum Schwerte greifen? Wir wollen die alten Rechte unserer Väter bewahren, nicht ungezügelt nach dem Neuen greifen. Dem Kaiser bleibe, was des Kaisers ist. Wer einen Herrn hat, diene ihm pflichtgemäß. Was sein muss, das geschehe, doch nicht drüber. Wir wollen die Vögte mit ihren Knechten verjagen und die festen Schlösser brechen. Doch, wenn es sein mag, ohne Blut. Der Kaiser sehe, dass wir notgedrungen nur der Ehrfurcht frommen Pflichten abgeworfen. Und sieht er uns in unseren Schranken bleiben, leicht besiegt der Staatsklug seinen Zorn. Leicht. Doch wie verhelfen wir es? Es hält der Feind die Waffen in der Hand und nicht für wahren Frieden wird er weisen. Er wird, wenn er in Waffen uns erblickt, wir überraschen ihn, ehe er sich rüstet. Säumt man zu lang, so wird der Feind gewarnt. Zu viele sind's, die das Geheimnis teilen. Ja, aber in den Waldstätten fängt sich keiner. Ja, zu viele sind's, die das Geheimnis teilen. Ja. Wenn wir es verschieben bis zum Fest des Herrn, dann bringt die Sitte mit, dass alle Sassen dem Vogt Geschenke bringen auf das Schloss. So können 10 Männer oder 12 sich unverdächtig in der Burg versammeln und jene brechen aus dem Hinterhalt, so wird das Schloss mit leichter Arbeit unser. Ist euer Willen, dass ich schon werde? Es ist ein Mehr von 20 gegen 12. Bei diesem Licht, das uns zuerst begrüßt, wollen wir nun den Eid des neuen Bundes schwören. Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr. Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr. Wir wollen frei sein, wie die Väter waren, eher den Tod als in der Knechtschaft leben. Wir wollen frei sein, wie die Väter waren, eher den Tod als in der Knechtschaft leben. Wir wollen trauen auf den höchsten Gott und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen. Wir wollen trauen auf den höchsten Gott und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen. Jetzt gehe jeder seines Weges still und werb im Stillen Freunde für den Bund. Was noch bis dahin muss erduldet werden, erduldet! Lasst die Rechnung der Tyrannen anwachsen, bis ein Tag die allgemeine und die besondere Schuld auf einmal zahlt. Bezähme jeder die gerechte Wut und spare für das Ganze seine Rache. Denn Raub begeht am allgemeinen Gut, wer selbst sich hilft in seiner eigenen Sache. Poor little owls brought the sun and the flowers where they used to be red. My yesterday was blue, dear. Today I'm part of you, dear. My lonely night is through, dear. Since you said you were mine, huh, what a difference.
friends a day made. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrill and kiss, it's heaven and you. Find romance on your menu. Oh, what a difference a day made. And the difference is you. Oh, honey. What a difference the day made. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss. Yeah, that thrilling kiss. Oh, what a difference the day made. And the difference is you. Me. Mit dem Pfeil, mit dem Bogen, durch Gebirg und Tal, kommt der Schütz gezogen, früh am Morgen strahl. Im Reich der Lüfte, König ist der Wald, durch Gebirg und Klüfte herrscht der Schütze frei. Ihm gehört das Weite, was sein Pfeil erreicht, das ist seine Beute. Was sagt euch und fleucht? Ja, Tau. Ah, Susla, hallo. Wo bist du? Ja, Moment. Eine Sekunde. Ja, ich sehe dich. Hast du neue Wanderschuhe? Die sind ja lässig. Nein, dort kannst du eben nicht durch. Ja, es ist gesperrt, weil ich Lawine gefahren. Ja, es hat halt so viel geregnet die letzten Tage, gell? Und dann sind sie alle vom Bäumen am Holzen, das hat man auch davon. Was? Aha, ja, ja. Wo hast denn du die? Das ist ein Sonderangebot. Was, zu Bern? Ich mache dich zu Bern. Aha. Au! Oh, Schiss, Dreck! Oh, 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 oh Gott, Gott, da bin ich nur ein Sieberlau. Flaschterli! Ja, ich bin zu spät. Bau auf den Finger gehauen. Scheiss ja, Dreck, Mama. Ja, dann machst du es wieder. Ja. Und dann Spaß. Ich doch kein Flästerli. Stoffwache. Vater, der Stein ist mir entzwei. Mach ihn mir. Was für? Ich nicht. Ein rechter Schütze hilft sich selbst. Sie fangen zeitig an zu schießen. Was, wenn? Früh übt sich, was ein Meister werden will. Ja, aber... Mama, was machst du in mir? Jetzt nicht, geh rein, Schätzchen. Was? Du! Aha. Hör sie zu, auf telefonieren. Ja. Jetzt ist fertig! Okay, ciao, ciao. Tschüss. Sorry. Ciao, 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 ciao. Sie sollen alles lernen. Wir alles. Das geht schon. Ja. Wieder zu Telefon. Am Ende. Hör sie zu, telefonieren. Ja. Das hat doch keinen Sinn, wenn sie alles lernen. Doch, sie sollen gerade alles lernen. Nein, doch, du weißt nicht, dass ihnen Zukunft wird. Sie sollen etwas lernen, was ihnen liegt. Du weißt ja nicht, vielleicht möchten sie lieber nach Paris Französisch studieren, anstatt hier auf den Bergen rumzustoppen. Dann sollen sie in Paris Französisch studieren. Das ist mir doch ganz egal. Wer durchs Leben sich frisch will schlagen, der muss zu Schutz und Trotz gerüstet sein. Zum Hirten hat Natur mich nicht gebildet. Rastlos muss ich ein fliehendes Ziel verfolgen. Erst dann genieße ich meines Lebens recht, wenn ich es mir jeden Tag muss neu erdeute. Dann! Komm, komm! Psst, 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 psst. Da hab ich... Super! Ja, und an die Angst der, keine Ahnung, der Hausfrau, denkst du nicht? Bettina, Bettina? Ja, von der Hausfrau zum Beispiel. Weißt du, es gibt auch normale Menschen, Normalsterbliche, ja, die zu Hause versuchen, alles aufrechtzuerhalten, während jemand wie du vollkommen egoistisch, ja, seinen Abenteurersinn befriedigt. An die Angst dieser Hausfrau zum Beispiel denkst du nicht, die sich indessen deiner warten tarnt. Bei jedem Abschied zittert mir das Herz. Wie eine Windlawine dich verschüttet, wie unter dir der trügerische Firn einbricht und du hinabsinkst, dein lebendig Begrabener in die schauerliche Gruft. Oh. Den verwegenen Alpenjäger hascht der Tod in 100 wechselnden Gestalten. Es ist ein unglückseliges Gewerb, das halsgefährlich wird am Abgrund hin.
wer frisch umherspielt mit gesunden Sinnen. Auf Gott vertraut und die Gelenke, Kraft erringt sich leicht aus jeder Farbnot. Den Schreck, der wird nicht, der draufgeboren. Freiwitt! Oh, das ist ein Riesenfisch heute! Oh, ich sag es dir! Ui! 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 Ein Haifisch! Ein Haifisch! Oh, das ist ein krasses Tier! Schnell weg hier! Oh, zack! Oh, schuss! Ja, früh übt sich, wer ein. Aus dem Haus erspart den Zimmermann. Ach ja, dann? Jetzt geht schon wieder das Telefon. Oh nein, nein, er hat keine Zeit, nein. Zahnarzttermin, es tut mir leid. Zahnarzttermin? Ja. Nein, nächste Woche geht auch. Ist es für mich? Ade. Ist es für mich? Stoffwacher, Stoff! Er kann nicht! Stoffwacher, ich das schon, ich weiß ganz genau, du hast ja einfach hupen, das ist ein Band in die Rolle. Es spinnt sich was. Gegen die Vögte auf dem Rüttelwald getagt, ich weiß, und du bist auch im Bunde. Ich war nicht mit dabei. Sie werden dich hinstellen, wo Gefahr ist. Das Schwerste wird dein Anteil sein, wie immer. Ein jeder wird besteuert nach Vermögen. Was? Besteuert? Besteuert nach Vermögen? Ja, ausgerechnet. Jedes Kind weiß, dass das genau in der Schweiz nicht so ist, oder? Besteuert nach Vermögen, da oben. Ich habe doch das im Übertragenen Sinn. Steueroase, ich weiß, das ist das, was die Leute hier interessiert. Echt? Interessiert das die? Schau, ich habe doch das nach inneren Qualitäten gemeint. Verstehst du? Also, im Übertragenen Sinn. Okay. Den Unterwaldner hast du auch im Sturm über den See geschafft. Ein Wunder war's, dass ihr entkommen. Dachtest du denn gar nicht an uns? Ich dachte an euch. Drum rette ich den Vater seiner Kinder. Wer gar zu viel bedenkt, wird wenig leisten. Ja, du bist gut und hilfreich, dienest allen. Und wenn du selbst in Not kommst, hilft dir keiner. Mir verhüt's Gott, dass ich nicht Hilfe brauche. Was willst du mit der Armbrust? Lass sie hier! Du, gibst du mir jetzt die Armbrust? Du, gibst mir jetzt die Armbrust? Spinnst du doch eigentlich? Jetzt gibst du mir die Armbrust! Mir fehlt der Arm, wenn mir die Waffe fehlt. Vater, wo gehst du hin? Runter ins Tal nach Altdorf. Vater, ist zwar, dass auf dem Berg dort die Bäume bluten, wenn man einen Streich drauf würde mit der Axt? Wer sagt das? Der Meister hat erzählt, die Bäume seien gebannt, sagt er. Und wer sie schädige, dem wachse seine Hand heraus zum Grabe. Die Bäume sind gebannt, das ist die Wahrheit. Seht ihr die Firne dort, die weißen Hörner, die bis hoch in den Himmel sich verlieren? Das sind die Gletscher, die des Nachts zu donnern und uns die Schlaglawinen wiedersehen. So ist's. Und die Lawinen hätten längst den Flecken Altdorf unter sich verschüttet, wenn nicht der Wald dort oben sich als Schutzwall dagegen stellte. Vater, gibt's Länder, wo keine Berge sind? Wenn man hinuntersteigt von unseren Höhlen, gelangt man in ein großes, ebenes Land. Da sieht man weit nach allen Himmelsträumen. Das Korn wächst dort in schönen, langen Augen. Und wie ein Garten ist das Land zu schauen. Warum steigen wir denn nicht geschwind hinab in dieses schöne Land, statt dass wir uns hier ängstigen und plagen? Ängstigen und plagen, voilà! Das Land ist schön und gütig wie der Himmel. Doch dies bebauen, sie genießen nicht den Segen, den sie pflanzen. Sie wohnen nicht frei, wie du auf ihrem eigenen Erbe. Das Feld gehört dem König. Sie dürfen doch frei in den Wäldern jagen. Dem Herrn gehört das Wild und das Gefieder. Sie dürfen doch frei fischen in dem Strom. Der Strom, das Meer, das Salz gehört dem König. Wer ist es denn, den alle fürchten? Es ist der eine, der sie schützt und nährt. Sie können sich nicht mutig selbst beschützen. Kann der Nachbar nicht dem Nachbar trauen. Vater, es wird mir eng im weiten Land. Da wohne ich lieber unter den Lawinen. Ja, besser ist, Kind, die Gletscherberge im Rücken zu haben, als die bösen Menschen. Also, wie sieht's aus? Kommst du mit? Nee, ich bleib lieber bei der Mama. Oh, aber du kommst mit. Ja, freilich. Der Landvogt ist jetzt dort. Bleib weg von Altdorf.
Wie soll sein böser Wille nicht viel schaden? Ich tue Recht und fürchte keinen Feind. Die Recht tun, eben die hasst er am meisten. Halt mal. Nein. Es ist nicht lange her, da kam der Landvogt gegen mich daher. Er ganz allein, bloß Mensch zu Mensch und in uns der Abgrund. Seine Knie versagten ihm. Ich sah es kommen, dass er nun an die Felswand würde sinken. Ich trat zu ihm und sprach, ich bin's, Herr Landvogt. Er aber konnte keinen armen Laut aus seinem Munde geben. Mit der Hand nur winkte er mich schweigend meines Wegs zu gehen. Er hat vor dir gezittert. Dass du ihn schwach gesehen, vergibt er nie. Ja, drum meid ich ihn und er wird mich nicht suchen. Bleib heute nur dort weg, ja? Geh lieber ja. Ja, ich soll lieber ja, wenn du warst. Mich ängstigt's. Bleibe weg. Wie kannst du dich so ohne Ursache plagen? Weil es keine Ursache hat. Teil. Wie hat die da? Bleibe hier. Idiot. Aber ich hab's versprochen. Nur lasse mir das Kind! Nö, ich gehe mit dem Vater. Ade! Thank you.
goldenen Augenblick ergreifen. Entschieden sehen muss ich mein Geschick. Und sollte ich mich auf ewig von euch scheiden? Nein! Waffnet eure Blicke nicht mit dieser finstern Strenge! Ja, nichts hab als ein Herz voll Treu und Lieb. Dürft ihr von Liebe reden und von Treue? Mich denkt ihr auf der Seite des Verrats zu finden? Eher wollte ich meine Hand dem Gessler selbst, dem Unterdrücker, schenken. Nein! Als dem naturvergessenen Sohn der Schweiz, der sich zu seinem Werkzeug machen kann. Oh Gott, was muss ich hören? Schönere Pflichten für ein edles Herz, als ein Verteidiger der Unschuld sein. Das Recht der Unterdrückten zu beschirmen. Die Seele blutet mir um euer Volk. Ich leide mit ihm, denn ich muss es lieben. Will ich denn nicht das Beste meines Volks? Knechtschaft wollt ihr ihm bereiten. Wer klar, ihr hasst mich, ihr verachtet mich. Tätig's mir wäre besser. Aber den verachtet sehen und verachtenswert, den man gern lieben möchte. Bertha, Bertha, ihr zeiget mir das höchste Himmelsglück und stürzt mich tief in einem Augenblick. Nein, nein, das Edle ist nicht ganz erstickt in euch. Denkt an euer Volk, in euer Land. Kämpft für euer heilig Recht. Wie kann ich euch erringen, euch besitzen, wenn ich der Macht des Kaisers widerstrebe? Nach meinem Erbe greifen sie die Hand. Dieselbe Ländergier, die eure Freiheit verschlingen will, sie droht auch der meinen. O Freund, als Opfer bin ich ausersehen. Die Liebe, nur die eure kann mich retten. Ihr könntet euch entscheiden, hier zu leben. Oh, Bertha, Bertha, mein Sehnen in das Weite. Was war es als ein Streben nur nach euch? Da sehe ich euch im echten Männerwert. Der erste von den Freien und den Gleichen. Da sehe ich dich. Die Krone aller Frauen. In weiblich reizender Geschäftigkeit. In meinem Hause mir den Himmel bauen und wie der Frühling seine Blumen streut. Mit schöner Anmut mir das Leben schmücken und alles rings beleben und beglücken. Doch wie mich rettet. Denk an dein Volk, ans Vaterland. Kämpf für deine Liebe. Es ist ein Feind, vor dem wir alle zittern. Und eine Freiheit macht uns alle frei. Hast du mich verstanden? Ja. Danke. Take a tip and do yourself a little service. Take a moment.
Leute. Ich sage dir eins, wir passen hier ganz auf umsonst. Es wird sich niemand herabbegeben und den Hut seiner Referenz erwecken. Nicht also, ich einfach eins bewiesen, du! Ich bin ein Mountainbiker, der ist zu schnell, Leute. Das ist das Krise, du! Absolut, Leute, absolut. Es war doch früher wie Jahrmarkt hier, ne? Jetzt ist der Anger ganz verödet, der Popatz an der Stange hängt, ne? Ja. Was richtige Leute sind, die machen lieber einen langen Umweg um den halben Flecken. Ey, die den Rücken bräuchten vor dem Hut! Ja, aber sie müssen, Leute, sie müssen über diesen Platz, wenn sie zur Mittagsstunde vom Rathaus kommen. Aber am Pranger zu stehen vor einem Hut! Die Schande von richtigen Reitersmann, Schildwache zu stehen vor einem leeren Hut! Ein völlig bescheuerter Befehl! Nee. Warum nicht einen hohlen, leeren Hut die Referenz beweisen? Bügst du dich doch auch von manchen anderen hohlen Schädel, oder? Oh, der ist gut, du! Der ist gut! Das ist aber nicht lustig, Leute! Aber weißt du, was ich mache, wenn einer kommt? Na was? Ich mache die Knöpfe zu, ich gucke gar nicht hin! Leute, Befehl ist Befehl und Schnapp. Siehst du den Hut dort auf der Stange? Was kümmert uns dieser Hut? Lass uns weitergehen. Stopp, 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 stopp. Was haben wir denn falsch gemacht, Bürger? Legitimiert Sie sich, Sine, bitte. Was wollt ihr? Was wollen wir, Leute? Was wollen wir? Was wollen wir? Ihr habt den Hund nicht Referenz bewiesen. Ihr müsst uns folgen. Ja, ihr habt das Mandat verletzt. Na, bitte, lass uns gehen. Na klar, aber ins Gefängnis. Ins Gefängnis? Mit einem Hut auf einer Stange? Was haben wir denn vielleicht manchmal? Doch, warte, mein junger Mann, bitte geben Sie die Waffe jetzt den Kollegen. Bitte geben Sie die Waffe den Kollegen. Bitte machen. Das ist ein Schießentfall. Da bleiben Sie auch. Hören Sie auf zu diskutieren und geben Sie die Waffe. Was geht denn da? Was legst du Hand an diesen Mann? Ja, das ist ein Feind des Kaisers, ein Verräter. Ein Verräter? Ich? Das ist der Teller, ein guter Bürger. Haltet ein, ich leite die Bürgschaft für ihn. Ja, die sollen langfangen zu überherrlichen Gewalt verachtet werden, wie sie nicht erkennen. Also mich kennt sie sich nicht ein hier! Was? Wie? Das hat der Tell getan? Natürlich! Das lügst du, Bube! Was? Der hat dem Hut nicht Referenz bewiesen! Und dafür soll er ins Gefängnis! Nein! Das ist schreiende Gewalt! Ertragen wir es, dass man ihn fortführt, recht bei unseren Augen! So, bitte gehen Sie auseinander, ja, hier gibt es nichts zu sehen, ja. Das ist eine Armzahlung, ja. Also gehen Sie auseinander. Ganze diskutieren Sie nicht mit mir, pusten Sie nicht auf, pusten Sie nicht mehr, ja. Mit mir wird nicht diskutiert, Sie gehen jetzt auseinander, weil das ist eine Armzahlung. Ich helfe mir schon selbst. Bei dir, wenn ich meine Kraft gebrauchen wollte, ich würde mich vor ihren Spießen fürchten. So, hier schlägt es aber 13. Das war nämlich jetzt eine Beamtenbeleidigung! Und dann verstehen wir überhaupt gar nicht! Ich bin ruhig! Ich bin ruhig! Sie brauchen mir nicht erzählen, ob ich ruhig bin! Natürlich bin ich ruhig! Ich bin so ruhig! Das können Sie sich gar nicht vorstellen, wie ruhig ich bin! Was ist da? Was läuft das Volk zusammen? Wer war's? Ich will's wissen. Du, tritt vor! Schiel ich oder was? Wer bist du und was hältst du diesem Mann? Frieshardt, mein Name! Der Bursche kauft aber schön das Kindgerät. Victor! Das ist lustig, ha? Das ist lustig. Diesen Mann, Herr Gessner, erwischte ich über frischer Tat, wie er den Hut, den er angerufen, sagte. Wie du befasst, Herr Gessler, wollte ich ihn ins Gefängnis bringen. Ah, das Volk wollte mir mit Gewalt
in Dresden! Natürlich! So schaut's aus! Genau! Herr Gessler, das ist doch der Till! Was? Das ist doch was? Der Till! Das ist der Till? Das ist der Till? Das ist Wilhelm Till? Das ist der Till! Ich dachte, der wäre so, aber der ist ja eher so. Ach so. Verachtest du so deinen Kaiser, Till? Und mich, der hier an seiner Stadt gebietet, dass du die Ehre versagst, dem Hut, den ich zur Prüfung des Gehorsams aufgehangen. Nicht aus Verachtung eurer ist geschehen. Wäre ich besonnen, hieß ich nicht der Tell. Ich bitte um Gnade, es wird nicht mehr begegnen. Kann ich jetzt mal machen? Du bist ein Meister auf der Armbrust, Tell? Den Apfel schießt der Vater dir vom Baum auf 100 Schritte. Psst. Ist das dein Kind, Tell? Ja. Nun, Tell, da du den Apfel schießt vom Baum auf 100 Schritte, so wirst du deine Kunst von mir bewähren müssen. Nimm die Armbrust, du hast sie gleich zur Hand und mach dich fertig. Einen Apfel von des Knaben Kopf zu schießen. Mädel. Was? Mädel. Oh, Entschuldigung. Und mach dich fertig, einen Apfel von des Kindes Kopf zu schießen. Denn fehlst du ihm, so ist dein Kopf verloren. Was? Was? Also ich meine, hab ich jetzt... Ich meine, das kann ja jetzt nicht... Ein Apfel? Also ich soll einen Apfel vom Kopf? Also ich meine, ach, das kann ja jetzt... Das kann ja jetzt nicht, oder? Das ist ja jetzt... Ich soll vom Haupt des Kindes... Das könnt ihr im Ernst von einem Vater nicht begehren. Du wirst den Apfel schießen von dem Kopf des Kindes. Ich begehr's und will's. Ich soll auf das Haupt des Kindes zielen. Er stirbt. Du schießt oder stirbst mit deinem Kinde. Ich der Mörder des eigenen Kindes. Ihr habt keine Kinder. Wisset nicht, was sich bewegt in eines Vaters Herzen. Eitel, du bist ja plötzlich so besonnen. Man sagte mir, dass du ein Träumer seist. Und dich entfernst von anderer Menschenweise. Du liebst das Seltsame. Drum habe ich jetzt ein Eigenwagstück für dich ausgesucht. Ein anderer wohl bedächte sich. Du drückst die Augen zu und greifst es herzhaft an. Scherzt nicht, du Herr, mit diesen armen Leuten. Ihr seht sie bleich und zitternd stehen. Wer sagt euch, dass ich scherze? Hier ist der Apfel. Man mache Platz. Er nehme seine Weite, wie es braucht ist. 80 Schritte gebe ich ihm. Nicht weniger, noch mehr. Er rühmte sich auf ihrer 100, seinen Mann zu treffen. Jetzt Schütze triff und fehle nicht das Ziel. Knie nieder, Mädel, und flehe um dein Leben. Lass es genug sein, Herr. Unmenschlich ist's. Lasst ihn ungekränkt in seine Hütte gehen. Er hat euch kennengelernt. An diese Stunde wird er und seine Kindeskinder denken. Öffnet die Gasse. Was zauderst du? Dein Leben ist verwirrt. Ich kann nicht tun. Und sieh, lege gnädig dein Geschick in deine eigene kunstgeübte Hand. Der kann nicht klagen über harten Spruch, den man zum Meister seines Schicksals macht. Du rühmst dich deines sicheren Blicks? Wohlan, hier gilt es, Schütze, deine Kunst zu zeigen. Das Ziel ist würdig, der Preis ist groß. Das schwarze Treffen in der Scheibe, das kann auch ein anderer. Der ist mir der Meister, der seiner Kunst gewiss ist überall. Dem das Herz nicht in die Hand rutscht, noch ins Auge. Nehmt meine Habe, nehmt sie ganz, aber unterlasst dieses Grässliche. Sagt, wo soll ich hinstehen? Ich fürchte mich nicht. Wo soll ich hinstehen? Herr Gessler, rührt euch denn gar nicht des Kindes Unschuld. Man bindet es an die Linde dort.
Weg da! Platz da! Platz, Klemmer! Platz, hab ich gesagt! Zeig ich. Lass das Kind los! Platz! Finger weg! Nein! Nein! Nein, ich will nicht gebunden sein! Ich werde auch ganz bestimmt stillhalten wie ein Lamm und auch nicht atmen! Komm, die Augen nur, lass dir verbinden! Denkt ihr, ich fürchte den Fall von Vaters Hand? Zeig, dass du ein Schütze bist! Was? Wozu haben wir geschworen? Tell! Es ist umsonst! Wir haben keine Waffen! Oh, hätten wir es mit frischer Tat vollendet! Ans Berg! Waffe nicht vergebens. Gefährlich ist es, ein Mordgewehr zu tragen und auf den Scheiße. Ja. Und auf den Schützen springt der Pfeil zurück. Dies stolze Recht, das sich der Bauer nimmt, beleidigt den höchsten Herrn des Landes. Scheiße! Schon wieder sein Volk schießt mit meiner Diener Scheiße oder was? Als der gebietet. Freut dich, den Pfeil zu führen und den Bogen. Wohl, so will ich das Ziel dir dazu geben. Öffnet die Gasse. Platz! Ihr zittert! Eure Hand dabei durch die Knie wanken! Oh, mir schwimmt es vor den Augen. Erlasst mir diesen Schuss! Hier ist mein Herz! Stoßt mich nieder! Ich will dein Leben nicht, ich will den Schuss! Du kannst doch alles, Tay! An nichts verzagst du! Das Steuerruder führst du wie den Bogen. Ich schreck kein Sturm, wenn es zu retten gilt. Jetzt, Retter, hilf dir selbst, du rettest alle! Vater, schieß, ich fürchte mich nicht. So, jetzt hätte ich dir ein paar Lakritze. Schöne Salino. Oh. Herr Lachbrot, weiter oh, lasst ihr nicht treiben! Länger schweigen, Herr Verrat! Mit meinem Vaterland und dem Kaiser zu gleich! Halt euer Herr ist hier! Los, aufhängen, was ist denn da? Denk und da aus, geht nur ein Reisigen! Ich bin nicht mehr, wo sie hier sind! Papa, und ich will sein! Ihr kühlt euch! Lass mich los! Lass stehen! Der Apfel ist gefallen! Das will ich! Schossen? Wie? Das Kind lebt. Das war ein Schuss.
Davon wird man noch reden in den spätesten Zeiten. Erzählen wird man von dem Schützentell, solange die Berge stehen auf ihrem Grunde. Der Apfel wird ihm durchgeschossen. Das war ein Meisterschuss, ich muss ihn loben. Ja, der Schuss, der war gut. Doch wehe dem, der ihn dazu getrieben, Gott zu versuchen. Tell, kommt zu euch. Steht auf und frei könnt ihr nach Hause gehen. Höre, Tell. Du stecktest noch einen zweiten Pfeil zu dir. Ja, ja, ich sah es wohl. Was meintest du damit? Das ist also gebräuchlich. Die Antwort lasse ich dir nicht gelten. Sag mir die Wahrheit, frisch und fröhlich, Tell. Was es auch sei, das Leben sichere ich dir. Wozu der zweite Pfeil? Mit diesem zweiten Pfeil durchschoss ich euch, wenn ich mein liebes Kind getroffen hätte. Und eurer wahrlich hätte ich nicht gefehlt. Wohl, Tell. Das Leben habe ich dich gesichert. Ich gab mein Ritterwort, das will ich halten. Doch weil ich deinen bösen Sinn erkannt, will ich dich führen lassen und verwahren, wo weder Mond noch Sonne dich bescheint, damit ich sicher sei von deinen Pfeilen. Ergreift den Knecht, bindet ihn! Wie? Man bringt ihn auf mein Schiff! Ich folge nach sogar. Ich selbst will ihn nach Küster führen. Das dürft ihr nicht! Das widerstreitet unseren Freiheitsbriefen! Diese Gunst muss erst erworben werden durch Gehorsam! Ich kenne uns alle! Ich durchschaue euch ganz! Den nehme ich jetzt heraus aus eurer Mitte. Doch alle seid ihr teilhaft seiner Schuld. Wer klug ist, lerne schweigen und gehorchen. Er hat beschlossen, mich mit meinem ganzen Hause zu vernichten. Tell, warum musst du dir den Gessler reizen? Jetzt ist alles hin. Mit euch sind wir gefesselt, alle und gebunden. Mit euch ist unser letzter Trost dahin. Herunter Ströme des Himmels und ersäuft das ganze Land, zerstört im Keim die ungeborenen Geschlechter. Ihr wilden Elemente, werdet Herr, ihr Bären und ihr alten Wölfe der großen Wüste, kommt wieder, euch gehört das Land. Wer wird hier leben wollen ohne Freiheit? Hört, wie der Abgrund tost, der Wirbel brüllt, so hat's noch nie gerast. In diesem Schlunde fielen auf des eigenen Kindes Haupt und die Natur soll nicht den wilden Grimm sich grob empören. Oh, mich soll's nicht wundern, wenn die Felsen bücken in den See, wenn die Berge brechen, wenn die alten Klüfte einstürzen und eine zweite Sündflut alle Wohnstätten der Lebendigen verschlingt. Wehe dem Fahrzeug, das jetzt unterwegs in dieser furchtbaren Wiege wird gewiegt. Hier ist das Steuer unnütz und der Steuerer. Das ist das Gästerschiff. Ich kenn's am roten Dach und an der Fahne. Der Landvogt, der dort fährt, dort schifft er hin und führt im Schiffe sein Verbrechen mit. Bete nicht. Ich bete, aber für den Tell, der sich auf dem Schiff mitbefindet. Ich lag im Schiff, mit Stricken festgebunden. Da sprach der Vogt zu mir, T,
Tell, wenn du dir es getraust, uns zu helfen aus dem Sturm, so will ich dich der Bande wohl entledigen. So ward ich meiner Bande los und stand am Steuerruder und fuhr redlich hin. Und wie ich eines Felsenriffs gewahre, das da abgeplattet vorsprang in den See, schrie ich den Knechten handlich zuzugehen, bis dass wir vor die Felsenplatte käme. Und drücke mit allen Leibeskräften angestemmt den hinteren Kranzen an die Felswand hin. Jetzt schnell mein Schießzeug fassend, schwing ich selbst hochspringend auf die Platte mich hinauf. Und mit gewaltigem Fußstoß hinter mir schleudere ich das Schifflein in der Schlunde Wasser. Dort mag es, wie Gott will, in den Wellen treiben. Ich hörte ihn sagen, da ich noch im Schiff gebunden lag, er woll bei Brunnen landen und über Schwyz nach seiner Burg mich führen. Nennt mir den nächsten Weg nach Küssnacht. Dieser Weg, der führt über Steine, aber einen besseren und heimlicheren kenne ich über Lovertz. Habt ihr nicht auch am Rüdli mitgeschworen? So eilt nach Gurgel. Der Tell sei frei und seines Armes mächtig. Bald werden Sie ein weiteres von mir hören. Was führt dir im Gemüt? Ist getan, wird's auch zur Rede kommen. Wie kommt ein solcher Glanz in meine Bitte? Ich sei gewährt mir die Bitte in eurem Bunde der Dritte. Wie spät kommt ihr? Ach, er kommt. Der weite Weg entschuldigt euer Säumen. Die schönen Tage von Aranjuez sind nun zu Ende. Wo ist mein Kind? Walterli! Walterli, komm! Wie kommt ihr's? Oh, er hat kein Herz. Er konnte den Pfeil abdrücken auf sein eigenes Kind. Ihr solltet Gottes Gnädige Geschickung preisen. Kann ich vergessen? Und lebt ich 80 Jahre. Ich sehe das Kind ewig gebunden stehen, den Vater auf es zielen. Und ewig fliegt der Pfeil mir in das Herz. Frau, wisstet ihr, wie ihn der Funke reizt? Oh, rohes Herz der Männer. Wenn ihr Stolz beleidigt wird, dann achten sie nichts mehr. Ist eures Mannes los nicht hart genug, oder was? Wo wart ihr? Als man den Trefflichen in den Bande schlug, wo war da eure Hilfe? Ihr sah zu, ihr ließ das Grässliche geschehen. Geduldig littet ihr, dass man den Freund aus eurer Mitte führte. Stimmt's oder Ronny Racht, ha? Stimmt's oder Ronny Racht? Ich so gesehen oder nicht? Sagt, sagt. Слушать себе! Иди домой, конец! Дурак! Маньяк, хуй,
aiuto? Aiuto, sì. Aiuto, sì. Papa. Sì? Dio. Papa. Aiuto. Aiuto, sì. Aber wenn, wenn, wenn. When? Now. We should rise up now. Is this Was könnt ihr schaffen ohne ihn, solange der Tell noch frei war? Ja, da gab's noch Hoffnung. Ihr alle zusammen könnt nicht seine Fesseln lösen. Ach, wir sind nicht ganz verlassen. Wir sind nicht rettungslos verloren. Hedwig. Die drei Lande haben sich das Wort gegeben, die Tyrannen zu verjagen. Geschlossen ist der Bund, ein heimlicher Schwur verbindet uns. Es wird gehandelt werden. Ja, aber wenn, wenn, wenn. Ja, wenn, 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 Hedwig, wenn. Wenn das Ja den neuen Kreis verbindet, natürlich. No, jetzt so. Alles ist bereit. Hol uns der Bund unter den Tyrannen. Die Tage ihrer Herrschaft sind gezählt. Ja, dieser junge Mann ist absolut recht. Mama, mir ist langweilig. Aus diesem Haupte, wo der Apfel lag, wird euch die neue, bessere Freiheit blühen. Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit. Ein neues Leben blüht aus den Ruinen. Auf Tod und Leben wird gekämpft. Der Landmann stürzt sich mit der nackten Brust ein freies Opfer in die Schar der Lanzen. Er bricht sie und des Adels Blüte fällt. Es hebt die Freiheit, siegen die Fahne. Drum haltet fest zusammen, fest und ewig. Kein Ort der Freiheit sei dem anderen fremd. Seid einig. Seid einig. Einig!
zehn Pulse länger leben, um mein geändert Herz zu sehen. Schwere und bezahlte Schuld. Ich bin Schweizer. Und ich will es sein. Der Landmann hat ja nichts geachtet. Sagt, wessen soll man sich zu euch versehen? Seid einig! Seid einig, waren seine letzten Worte. Hier ist meine Hand. Ihr sollt meine Brust, ich will die eure schützen. Ihr habt getan, geschworen auf dem Rücken. Doch übel tatet ihr es zu verschieben. Die Stunde drängt und rascher Tat bedarf. Das Christfest abzuwarten, schwuren wir. Ein Heer von 20 gegen 12. Gut, wartet hier ab. Ich werde handeln. Ich habe mein eigenes auszufechten mit dem Tyrannen. Verschwunden ist meine Bertha. Heimlich weggeraubt mit kecker Freveltat aus unserer Mitte. Sie liebt euch. Ja. Sie hat es verdient, ums Land, dass alle Arme sich für sie bewaffnen. Was wollt ihr unternehmen? Weiß ich's. Ach, die Festen alle müssen wir bezwingen. Frei war der Täter, als wir am Rücken schwuren. Das Ungeheure war noch nicht geschehen. Es bringt die Zeit ein anderes Gesetz. Warum auf morgen sparen, was wir heute vermögen? Wir könnten so feig sein und jetzt noch zagen. Kommt, führt uns an. Wir folgen euch. Erwartet ihr der Berge Feuerzeichen und seht ihr leuchten die willkommenen Flammen, dann auf die Feinde stürzt wie Wetterstrahl und brecht den Bau der Tyrannei zusammen. Die Unschuldigen. Das treue Weib muss
ich vor deiner Wut beschützen. Landvogt! Da, als ich den Bogenstrang anzog, als mir die Hand erzitterte, als du mit grausam teuflischer Lust mich zwangst, auf das Haupt des Kindes anzulegen, als ich ohnmächtig flehend rang vor dir, damals gelobte ich mir in meinem Innern mit furchtbarem Eidschwur, die nur Gott gehörte, dass meines nächsten Schusses erstes Ziel dein Herz sein sollte. Was ich mir gelobt in jenes Augenblickes Höllenqual ist eine Heilmischung. Ich will sie zahlen. Du bist mein Herr und meines Kaisers Vogt. Doch nicht er hätte sich erlaubt, was du. Er sandte dich in diese Lande, um Recht zu sprechen. Streng ist, denn er zürnet. Doch nicht, um mit der teuflischen Lust dich jedes Gräuels straflos zu erfrechen. Es lebt ein Gott zu strafen und zu rächen. Komm du hervor, du Bringer bitterer Schrecken. Mein teures Kleinod jetzt, mein höchster Schatz. Ein Ziel will ich dir geben, das bis jetzt der frommen Bitte undurchdringlich war. Sonst, wenn der Vater auszog, liebe Kinder, da war es ein Freuen, wenn er wiederkam. Denn niemals kehrt er heim, er bracht euch was. Sei es eine schöne Alpenblume, sei es ein seltener Vogel oder Ammonshorn, wie es der Wanderer findet auf dem Berg. Jetzt geht er einem anderen weit weg nach. Am wilden Weg sitzt er mit Mordgedanken. Das Feind des Lebens ist, worauf er lauert. Und doch an euch nur denkt ihr, lieben Kinder, auch jetzt, euch zu verteidigen, eure holde Unschuld zu schützen vor der Rache des Tyrannen, will er zum Morde jetzt den Bogen spannen. Ich laure auf ein edles Bild. Mein Leben lang habe ich den Bogen gehandhabt, mich geübt nach Schützenregeln. Heute will ich den Meisterschuss tun. Und das höchste Meer im ganzen Umkreis des Gebirgs gewinnen. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Es führt kein anderer Weg nach Küsnacht. Hier vollende ich's. Mach deine Rechnung mit dem Himmel, Vogt! Fort musst du! Deine Uhr ist abgelaufen. Gessler. Sag, was ihr wollt. Ich bin des Kaisers Diener und muss drauf denken, wie ich ihm gefalle. Er hat mir nicht ins Land geschickt, dem Volk zu schmeicheln und ihm sanft zu tun. Ich habe den Hut nicht aufgesteckt, so alt auf des Scherzes wegen. Das Unbequem habe ich hingepflanzt auf ihren Weg, wo sie vorbeigehen müssen, dass sie sich erinnern ihres Herrn, den sie vergessen. Aber das Volk hat doch auch gewisse Rechte. Die abzuwägen ist jetzt keine Zeit. Weitschichtige Dinge sind am Werk und werden. Das Kaiserhaus will wachsen, was der Vater glorreich begonnen, will der Sohn vollenden. Dieses kleine Volk ist uns ein Stein im Weg. So oder so, es muss sich unterwerfen. Thank you.
Straße weghauen! Geschmeiß! Your life sacrificed for your brother in the nick of time. And now the dirty money heaven sent, honey, turning on a dime. Here I go on a token, a woman walking by. Drop in the water, a look in the eye. Bone on the table, a man on your side. Someone that can take it, you can just a little way to die. It's heaven when you
on your menu. What a difference a day made, and the difference is you. What a difference a day made, and the difference is you. Erobert, die Feinde sind verjagt, der Tag der Freiheit ist erschienen. Dort ist der Hut, vor dem wir uns beugen mussten. An dieses Fest werden sich später noch unsere Kinder erinnern. Zerstört ist das Denkmal der Tyrannenmacht. Der Kaiser ist ermordet. Der Neffe war's, seines Bruders Kind. Der Kaiser hielt das väterliche Erbe dem ungeduldig Mahnenden zurück. Und da beschloss er, da er Recht nicht konnte finden, sich Rache zu holen mit der eigenen Hand. Weiß man, wo der Mörder sich hingeflohen? Ich sah ihn irren im Gebirg. Hast du das Land gerettet? Ich war auch mit dabei, Mutter. Mich muss man auch mitnehmen. Zweimal habe ich dich geboren. Zweimal litt ich den Mutterschmerz um dich. Es ist vorbei. Ich habe euch beide. Und heute kommt der liebe Vater wieder. Sage dann, in welchem Lande? Ihr seht nicht aus, als ob ihr Gutes brächtet. Ich bin der unglückseligste der Menschen. Da bin ich wieder. Oh, Tell! Tell! Ihr seid der Tell! Ihr seid kein Mönch. Wer seid ihr? Ihr erschlugt den Landvogt, der euch Böses tat. Auch ich habe einen Feind erschlagen, der mir Recht versagte. Er war euer Feind wie mein. Ihr seid's? Ihr habt den Kaiser erschlagen? Auch ihr erschluget euren Feind. Hast du der Kinder liebes Haupt verteidigt, das Heer des Heiligtums beschützt, gemordet hast du. Ich habe mein Teuerstes verteidigt. Was ihr auch Schreckliches verübt. Ihr seid ein Mensch, ich bin es auch. Den Weg will ich euch weisen. Ihr rettet mich von Verzweiflung. Merket wohl. Also, das stieget hier Ufer zu Düsengagge, bis ihr hier Ufer kommt und zu der kleinen Brücke, wo stübt. Da geht ihr alles über und dann kommt zu einem Felsen durch, wo ihr nie ein Tageslicht gesehen habt. Wenn ihr da durchkommt, kommt ihr in ein kleines Tal von der Freude. Dann stieget ihr Ufer und ihr kommt zum Gotthard. Zum Gotthard, wo die ewigen Seen sind. Wo der Kuhrein erklingt, von vielen Alpanern geblasen. Ich höre Stimmen. Ich höre Stimmen! Ihr müsst fort! Bitte sehr! Belad ihn reich mit Gaben, denn sein Weg ist weit. Über, ufere, bis die Brücke stübt. Bis die Brücke stübt. Alles klar. Oh, hallo! Oh, grüße bitte da! Kommt rein! Hallo! Hoi! Grüße! Kommt das Schnapsli! Ja, grüße! Ruhe auf die Schnapsli, gell? Ist aber ein Schnapsli, gell? Grüße! Hallo! Ja! Freut mich, willkommen! Ja! Schön, ich grüße! Aber nimm mir grüße! Gab es Nummer? Oh! Landsleute, Eidgenossen, nehmt mich auf in euren Bund. Die erste Glückliche, die Zuflucht gefunden hat in der Freiheitland. In eure tapfere Hand leg ich mein Recht,
wollt ihr als eure Bürgerin mich schützen? Ja, klar. Ja, ja, wohlan, so reiche ich diesem Jüngling meine Rechte. Die freie Schweizerin dem freien Mann. Und frei erkläre ich alle meine Knechte.
wir machen uns. Und du? Zum Obst. Ja, wir wurden unter massivem Zwang hier hinter der Bühne in dieses Kostüm gesteckt und wollen den heutigen Tagesgewinner, beziehungsweise überhaupt den Tagesgewinner...